Ja, wobei ich finde das eigentlich, also ich glaube, dieses Profisportbeispiel ist relativ gut, weil, ich meine, ist wieder die Frage, wie viele natürlich aktiv Sport verfolgen, aber da gab es ja gerade jetzt während der Olympiade gute Beispiele dafür, was eigentlich diese quasi mentale Gesundheit und wie man diese Work-Life-Balance vielleicht diskutieren müsste oder darüber nachdenken müsste, weil ja da zum Beispiel auch die Simone Biles, die große in der Gymnastik oder genau, ich glaube, sie macht alle möglichen Disziplinen für das amerikanische olympische Team und sie hat quasi zurückgezogen aus bestimmten Events, weil sie einfach gesagt hat, sie braucht diese mentale Pause sozusagen und das war ihr halt alles irgendwie zu viel. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil da gab es natürlich auch ganz viele andere, also ich sage jetzt mal interessante Argumente, die oder Argumentationen, die natürlich gemeint haben, naja, aber das ist quasi dein Job. Also wie kann es sein, dass du von dem eine Auszeit nehmen musst, nur weil du irgendwie mental eine Pause brauchst? Und das finde ich irgendwie sehr schwierig als Argument, weil das ist halt so eine. Also das ist vielleicht etwas, das sich jetzt über die letzten 18 Monate langsam verändert, dass halt mehr und mehr Menschen auf diese mentale Gesundheit schauen. Aber es fand ich trotzdem sehr interessant, nochmal zu hören, dass es auf der Ebene nach wie vor, also von Fans eher ja, vernachlässigt wird, weil eben das ist quasi dein Job und den musst du machen, ob du dich jetzt gut oder schlecht fühlst. Und finde ich eine sehr schwammige Grenze, ehrlich gesagt, weil ich meine, können wir auch an unsere eigene Sportkarriere denken, auch wenn das natürlich ein anderes Niveau ist oder Niveau war, mit natürlich anderen Erwartungen von außen, anderem Druck und so weiter, anderer Leistungsstufe. Aber es war natürlich trotzdem immer diese Überlegung da, dass wenn es einem nicht gut geht, dann muss man das trotzdem machen oder man spricht das natürlich nicht an, weil man ist ja irgendwie hat die Verantwortung fürs Team und so weiter und so fort. Also ich finde das sehr schwierig noch immer und halt einfach sehr schwammig, das zu argumentieren. Ja, das ist einfach dein Job und den musst du machen, weil das wie sagt man, das nimmt halt überhaupt nicht in die Rechnung, dass quasi auch der Kopf zur Gesundheit dazu gehört, weil irgendwie ist das für mich auf der gleichen Ebene von, ja gut, du hast halt ein gebrochenes Bein, aber naja, das ist dein Job, du musst den machen. Und wenn du dein Tumbling mit deinem gebrochenen Bein nicht machen kannst, ja, dann bist du ganz schlecht, das funktioniert nicht. Also das ist einfach diese Trennung von quasi körperlicher Gesundheit und mentaler Gesundheit. Ich hoffe, dass diese Trennung wird ein bisschen weniger also jetzt nach Corona. Auch noch weniger, dass man das versteht, dass beides sehr relevant ist.